Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Wolzen Let's Play. Jo, wir wollen heute kurz ein bisschen Kosmetik machen. Ist das wahrscheinlich? Schauen wir mal, was am schönsten aussieht. Oh, geil. Nehmen wir das. Machen hier, ja, suchen. Oh. Wird das hell? Ich nehme mal Türkis. Da nehme ich ein bisschen heller, aber nicht ganz hell. Das nehme ich hier oder das. Jo. Genau. Akzeptieren. Und dann hätten wir noch Haustür. Okay, sind wir schon fertig. Aber ein bisschen Farbe schadet nicht. Kann aber dann auch grell werden oder dunkel werden. Oh. Das ist ein stärkerer Gegner, der noch einfrieren kann. Das sind auch Magic-Gegner wahrscheinlich und rare Gegner. Wie die Items. Nichts mehr. Erdsprung wieder ein Level. Hier bei diesem geht's noch kurz. Hier. Jo. Es gehen noch einige Zeit, bis zwei verfügbar sind. Also je nach Zauber ist es ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Vielleicht können manche Zauber einfach danach am Schluss nicht so hoch sein. So viele Punkte bekommen. Aha. Wie ist er jetzt? Der anderen Seite erschienen. Tschüss. Macht der auch irgendwas? Hallo. Aua. Er sieht süß aus, aber wenn er nichts macht, dann. Okay, so Feuerwelle. Immer nur Feuerwelle, okay. Da will ich ihn lieber töten. Also, das sind jetzt so Sachen, die so ein rotes Zeichen haben. Genau, und die haben immer einen ganzen guten Wert und einen ganzen schlechten Wert. Oder weniger schlechten, ja. Wert. Also man muss ein bisschen schauen, dass wir halt das abwägen können. Ja, das lohnt sich überhaupt nicht. Die müssen zuerst ein bisschen stärker sein. Ja, so als zweites von diesen Events kann es noch nicht so stark sein. Also da muss man einfach ein bisschen Glück haben. Also nochmals 5. So. Okay, Regeneration von Kraftschild. Und jetzt singt der Kraftschild Regenerationsverzögerung. Das ist ein langes Wort.
Okay, hier gehen wir mal nicht hin. Was haben wir denn hier? Drehgeschwindigkeit, das ist jetzt auch so, was ich. Eigentlich nehmen könnte, aber es dauert noch, bis ich das nehmen könnte. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn der Strahl nicht so schnell dreht. Oh. Geile Gegner. Man merkt schon ein bisschen, dass es zu overpowered ist. Also das Spiel macht einen zu schnell overpowered. Das liegt einfach daran, dass die Entwickler das nicht nachbalanciert haben. Immer wieder neue Buffs eingebaut hat irgendwie. Und auch neue Items, das ist das, was so schlimm ist. Und dadurch ist einfach das Balancing, jo, jetzt am Anfang natürlich noch viel zu leicht eingestellt. Also vor allem der Schaden ist zu hoch. Aber es kann sich schon schnell ändern, also ja. Dann plötzlich dann wieder zu schwer oder so. Das ist halt einfach der Entwickler hat sich übernommen, oder? Und er kommt einfach dem nicht nach. Und ist eben jetzt gerade auch am Arten oder so. Vielleicht entwickelte er auch etwas wie Last Epoch, was auch so lange dauert. Damit einfach natürlich wieder Spieler angelockt werden. Oder wegen den Finanzproblemen hat einfach gar nichts mehr passiert. Kann auch sein. Ich hoffe es nicht, dass es weitergeht. Weil so Genres leben natürlich nur durchs Weiter entwickeln, oder? Nicht besser hier als das. Auf jeden Fall. Und der Golem. Ich mache mal die Geschwindigkeit. So. Ah, das andere wäre eigentlich besser. Wegen Bedronis. Dass der Gegner auf den geht. So. Komm wieder hoch. Den Lift hat er genutzt. Ja, das wäre schön in meinem Zimmer, wo so hart geheizt wird. Nicht schlecht. Diese Ruhephasen gefallen mir nicht. Es sind manchmal zu lange Wege, die einfach nichts passiert, kein Gegner da ist. Zu große Levels gemacht scheinbar. Er saugt uns die Seele aus. Wow, gleich sieht er blöd aus.
Überall Spinnen. Döme. Gedämpftes Grün. Oh, schön. Drachenschild, nö. Ressourcengenerierung ist ja schlecht. Ja, wäre schon gut, wenn man einfach mit dem Zauber mehr angreifen könnte. Ich wollte kurz schauen, ob ich da etwas Schönes hinmachen kann. Genau, Farbtöne. Ich möchte gerne diese Gürtel. Ich weiß nicht, welches ist. Ist es das? Nein, das ist das also. Gedämpftes Grün ist hier. Ja, sehr schön. Jo, so kann ich's los. Jetzt bin ich noch schön. Oh, ich hab mich. Hasse das, wenn man immer akzeptieren muss. So. Das ist aber ein bisschen heller. Okay, schade. Ist so einfach ein bisschen heller geworden. Ich hab das Richtige genommen. Ja. Ja, keine Ahnung. Weg damit. Boah, bis die endlich mal angreift. Also es ist einfach so, man drückt und manchmal, ja, wird man einfach unterbrochen, beziehungsweise es geht gar nicht richtig. Zweite. Yay, Level 15. Also jetzt kann ich eigentlich wieder auf Zähigkeit eher gehen. Elementarschaden. Kraftschild-Regenerationsrate. Ja, auf jeden Fall in der Mitte durch. So, gleich. Müssten wir entweder hier. Windskraft-Ding, also ich gehe lieber da eher links holen. Also ich will nur eins holen und dann ein bisschen noch auf Defensive gehen damit. Jo, eher defensiv aufgestellt sein, denke ich mal. Das mag ich, oder? Weiß ja nicht, was die Gegner alles anrichten können, wenn wir wirklich als Magier spielen. Also das ja, Glas kennen und so. Das dauert immer noch sehr lange. Ah, mit zwei können wir jetzt auswählen. Also Schaden, noch mehr Schaden, yay! Ja, aber irgendwie müssen wir ja auch gegen dicke Gegner bis zu wehr setzen können. Das ist schon gut. Ja, die Abklingzeit ist recht groß. Können wir das noch reduzieren hier?
Ich will nicht Teleportierreichweite ständig haben. Jetzt habe ich schon zweimal Reichweite. Nein, okay, zurückkehren ist nicht gut. Ja, das ist gut. Ein Köder, ja. Das ja, Willenskraftkosten ist nicht so schlimm. Willenskraftgegner, ja. Ressourcenkosten, ja. Massenkontrolleffekte, gut. Nicht mehr zu haben. Bewegungs. Ja, ist auch gut. Also. Da gibt es ein paar Sachen, die man gut nehmen kann. Ja, und die Reichweite ist jetzt schon genug groß. Was will denn der Entwickler uns da bringen? So ein Kilometer Teleport oder was? Oh. Jetzt passiert was. What now? They warded the way down, bastards. Only torment and oblivion await down there. It might not be too late to return to the warmth of the surface. Find a new life. Forget about this foolish endeavor. Something is in my head. Oh, I must break the pedestals before I lose it. Why are you here? Ja. Was müssen wir machen? You are too weak to succeed. A pointless death. Gegner haben immer etwas OPs, ja, da müssen wir verhindern. Wir sind genug stark. Einfach alle vernichten. Weg damit. Aha. Was haben wir hier? Umgehung. Bessere Heizung. So. Gut. Noch mehr Gegner gekommen, die herumfliegen. Schön. Also hier auch. Gut. Das hängt. The protective dome is ruptured, and the dark whispers have stopped. Gut. Ah, noch Gegner. Noch mehr Zombies. Schliebe Zombies. Und schön Kanonenfutter. Oh. Der ist ziemlich geil. Aber hat er natürlich auch keine Chance. Also wir haben auf normal gesetzt. Wir haben genug Schwert, die Gegner. Aber eben das Balancing noch Zeit. Mit den Patches, die auf irgendwie ja, Stärke machen, dann schlecht. But a pawn. Who do you serve? Oh, my
I suppose letting you grasp at hints of truth before taking your life is the least I could do. We do not get many guests around here. The tents can be dull sometimes. Anyway, my master, you ask? His envoy, Yudai, led us here. What for? What's behind that gate? Quite the thing, isn't it? The structure behind this gate is as old as the world itself. Created by our makers, the Primordials. A shame that you will never get to see it. Not while you're alive, that is. Das ist echt komisch. Oh, sorry, zu viel Schaden. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Oh geil, hier ist da der Butcher. Ich liebe Butcher. Langweilig. Ja sicher, was machst du? Du musst aber auch Schaden machen, ja jetzt. Ugh. What the fuck, jetzt ist er gerade gebrochen. Komm, ich hab keine... Hey! Den Ski einsetzen. Wie ich einfach nicht so geschaut habe, dass es mir gut geht. Also irgendwie hat er gerade sehr viel Schaden auf einmal gemacht oder so. Genau, habe ich es nicht gesehen. Ja, wir haben genug Platz. Wir können dann noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, ich muss ein bisschen mehr Punkte in Fähigkeit setzen. So. Und genau. Nein. Nein. Gesundheitsregeneration ist ja da nicht so wichtig. Hm. Ja, ist zu wichtig. Warum nicht? Das ist ein schwerer Helm. Ist auch ein nice Räuber. Ja, gut. Nichts tropft uns. Also wir müssen hier und dann hier und dann hier. Als nächstes haben wir dann noch nicht irgendwas. Also wir können langsam umwandeln, nehmen wir noch nicht. Wieso ist jetzt hier das anders bei dem? Minus-Schaden. Sonst so OP. Da ist der Strahl. Ja, jetzt können wir endlich. Also müssen wir unbedingt Feuer oder Blitz nehmen. Nein, Seilschaden, wir können nur Feuer. Hä, ich dachte das letzte Mal, wir hätten Eis, nein, nicht Eis, Blitzschaden noch. Aber es ist scheinbar Heiligschaden gewesen. So, der da. Jo. Mussten wir das so? So auf Krit gehen da bei dem Strahl, wenn er nur besser zum Einsetzen kommt. Ja. Ja gut, können wir dann vielleicht auch mal nehmen. Also ich hätte schon Lust, der Fähigkeit ein bisschen auch später noch ein bisschen zu switchen. Aber ist halt, jo. Hat relativ, jo. Aber gering, oder? Ist ein Feuerstrahl. Gibt's ja auch in anderen Spielen, aber das sieht jetzt hier sehr schön, viel schöner aus. Also ich kann schon verstehen, dass der Entwickler mehr auf die Grafik geschaut hat. Aber ja, das Balancing hätte auch kommen sollen. Haben sie sicher gemacht bis jetzt, aber sehr wenig halt.
zu viel auf, ja, ich mache jetzt das Spiel jetzt weiter, Akt 4 muss noch kommen, unsere Sachen und, ja, der ist ja gekommen, aber er hat, jo, das Balancing scheinbar wieder ein bisschen durcheinander gemacht. Die Rüstung will ich zählen. Und haben irgendwie zwei Leben, habe ich das richtig gesehen? Also die gehen kaputt und dann sind sie wieder am Leben. Und müssen nochmal kaputt gemacht werden. Also ich habe es jetzt gesehen, dass sie einfach am Boden fallen, oder so. Und da stehen sie wahrscheinlich wieder an. Habe ich so ein bisschen in Erinnerung. Ja, ich habe natürlich nicht immer so viel gespielt. Ich habe einfach zu wenig Zeit, um jetzt ein Spiel intensiv zu spielen. Ich bin aber schon mal im Endgame gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Livestream auch gezeigt habe oder so. Glaube aber nicht. Also nur kurz. Kann sein, dass ich einfach nicht so weit kam im Livestream und dann immer später noch ein bisschen weiter gezockt habe. Der Strahl sieht schon sehr cool aus. Aber der Gegner, der ist ziemlich am Heilen gewesen. So, das reicht leider nicht mehr für das Level. Ja, ein bisschen. Können wir noch ein bisschen umschauen uns. Okay, hier ist eine Sackgasse. Drops sind irgendwie nicht mehr so gut rare. Nur Müll hier unten. Und der Schwierigkeitsgrad ist schon ein bisschen gestiegen. Das braucht die Zähigkeit von den Gegnern. So, jetzt müssen wir leider ein bisschen. Ja, wir müssen unbedingt schnellere Stäbe haben. Machen die so viel Schaden dann im Nahkampf? Wow. Why lie, when truth is even sharper? Either way, you sind die doch nicht so zäh, wir brauchen viel mehr Willenskraft. Was ist das für ein Roboter? Wir müssen nur kurz ein bisschen hier bleiben. Wo war das ältere Sprung? Ist da auch wieder nichts. Ja, ja. Oh, weg sind sie. Hey, komm her. Anomalie. Geil. Dann nehmen wir mal das. Hierhin. Und das macht einfach dort Schaden. Oder? Okay, Gegner anzieht. Das ist sehr gut. So eine Art schwarzes Loch von Last Epoch.
Lol. Stärker, als ich gedacht habe. Super Art, oder war eine schlechte Art in Zeit. Müssen wir noch reduzieren. Ein Kriegsammer brauchen wir nicht. Steine wieder. Oh, eine silberne Kiste oder so. Hier auch in dieser Kiste. Ein Bogen. Ah, das können wir nehmen. Dann der Effektbereich. Das ist wahrscheinlich einfach bei Aoi. Genau. Eine Farbe. Noch eine Farbe. Das sind aber nicht so schöne Farben. So, was ist das hier? Böse Kiste. Oh. Okay, einfach so eine Challenge-Kiste. Bei welchem Spiel waren diese Kisten, wo immer Gegner kamen? Also vor allem. Was sind Diablo 3 da? Neu. Face of Excel wahrscheinlich auch irgendwann mal gewesen. Wahrscheinlich noch nicht. Kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht mehr welches Spiel. Welches Spiel hat es erfunden? Ja, muss man eigentlich gar nicht erfinden. So. Haben wir hier einen Wegpunkt irgendwo? Hey, ich hab gerade. Komm zurück. Du musst da rennen bleiben. Heftigst. Stirb, endlich. Dankeschön. Leider ist er korrumpiert worden, aber gut. So. Okay. Wir haben keinen Waypoint. Müsste ich fast wieder hier hinlaufen oder was? Na gut, mache ich ja nochmal einen neuen Part. Dankeschön fürs Zusehen, hat Spaß gemacht wieder. Das Game ist wirklich gut, also es hatte einfach diese Balancing-Probleme, aber ja, ein bisschen Steuerungsprobleme, aber ich finde es sehr motivierend. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.